Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute ja zum Rezept, aber auch zum Test. Also ich wollte euch nämlich hier was vorstellen. Das habe ich selbst gekauft, das habe ich selbst bezahlt. Aber ich fand es einfach so toll und so ein Geheimtipp eigentlich. Und vor allen Dingen auch die Betreiberin des Shops. Also ja, natürlich ist es jetzt Werbung, aber ich schreibe ja sowieso immer rein, es ist Werbung, aber unbezahlte Werbung. Aber die hat mich wirklich so überzeugt und deswegen wollte ich euch das mal vorstellen, weil der Pasta Maker, die Matrizen sind ja teuer und es gibt natürlich nicht eine riesen Auswahl. Also die Originalpasta, also von Philips, ja, ich weiß nicht, wie viel es da gibt, aber das ist keine große Auswahl. Dann gibt es ja so eine italienische Firma, da habe ich auch schon Matrizen gekauft, da braucht man aber einen Adapter und dann muss ich sagen, sind die auch richtig teuer. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mit diesen Matrizen nicht zufrieden war. Also wer damit glücklich ist, das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht habe ich es falsch angewendet oder so. Auf jeden Fall, ich war nicht so glücklich damit und habe die dann auch bei eBay wieder alle verkauft. Ja, und jetzt habe ich diesen Shop gefunden. Die gute Dame, also deren Namen ich jetzt leider nicht aussprechen kann, ist irgendwie in China, in Hongkong, Singapur, ich weiß es nicht wo. Der Kontakt war über Facebook. Ich werde euch unten den Shop verlinken, aber sag halt gleich dazu, also ich übernehme da keine Garantie, bei mir hat es super geklappt. Also ich habe einfach einen Screenshot davon gemacht auf ihrer Seite, habe ihr das im Messenger geschrieben, dass ich gerne diese haben möchte, wie teuer die ist und die kostete 11 Euro und es gibt aber auch andere, es gibt, also ich glaube zwischen 9 und 11 Euro kosten die oder zwischen 9 und 12, also ich nagel mich jetzt nicht fest. Und dann kommt aber noch Porto drauf, aber man bleibt unter 20 Euro, was auch ganz wichtig ist, eigentlich wegen der Zollformalitäten. Bis 22 Euro ist es also wirklich gar kein Problem, wobei aber auch das Porto mit dazu gerechnet werden muss. Aber wenn man eine bestellt, ja, kommt man unter 22 Euro oder genau dran. Auf jeden Fall ist das eine Matrize, die man ohne diesen Adapter verwenden kann. Und ich will es jetzt mit euch ausprobieren. Ich mache mir jetzt Bandnudeln. Besser gesagt, ich mache heute, also sehen wir den Pasta-Maker noch nicht, denn ich mache jetzt heute schon mal den Nudelteig. Das mache ich immer so, dass ich den schon vorher zubereite und den über Nacht im Kühlschrank lasse. So habe ich morgen weniger Arbeit und ja, ich finde, dass er besser ist. Was aber auf alle Fälle zu empfehlen ist, so eine Stunde sollte man dem Teig geben, dass der ruht. Man kann den Teig sowieso auch in diesem Pasta-Maker machen. Ich finde es einfach im Thermomix besser, weil da mahle ich nämlich jetzt den Hartweizengrieß einfach nochmal, damit das richtig, ja, richtig pulverisiert ist. Und das macht der Pasta-Maker natürlich nicht, aber man muss es nicht machen. Und das lasse ich einfach jetzt eine Minute oder so. Ich habe jetzt eine halbe Minute auf 10 laufen lassen. Ja. Und jetzt ist einfach dieses Hartweizengrieß noch mal ein bisschen feiner, aber wie gesagt, man muss das nicht machen. Ja. Jetzt stelle ich wieder die Waage ein. Und zwar nehme ich jetzt 100 Gramm von ganz normalem Mehl noch dabei. Und an Flüssigkeit nehme ich jetzt 2 glückliche Eier, also ehemals glücklich, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Und das wird jetzt aufgefüllt auf 185, also schon das Ei rein und dann nochmal aufgefüllt auf 185. Um es besser sehen zu können, verrühre ich das natürlich. Das ist jetzt bei mir ja ungefähr 185, aber es soll wirklich nicht zu nass werden und deswegen messe ich es jetzt hier nochmal. Aber besser wiege ich es. Ja, also es ist ein bisschen zu viel, das lasse ich auch weg. Und jetzt darf der 5 Minuten im Teigknetmodus durchrühren. Also hier auf den Teig und 5 Minuten. Und los. So, und das ist es jetzt auch schon. Und wenn ich das schon so sehe, also nicht zu viel Flüssigkeit, immer lieber weniger Flüssigkeit. Der soll eher so bröselig sein, dass man denkt,
Nee, das ist doch kein Teig. Aber dann ist es genau richtig. Also das kann ich euch so empfehlen. Also, oder man macht lieber hinterher nochmal, also am nächsten Tag nochmal ein paar Tropfen Wasser dran. Aber ganz wichtig bei dem Nudelteig für den Pastamaker, einen so trockenen Teig, dass man denkt, das wird nichts. Aber das ist dann genau richtig. Und ich kann nochmal sagen, also das kann man natürlich im Pastamaker ja direkt auch machen. Der knetet das ja auch. Aber ich mag es halt lieber. Also für mich ist das einfach, das hat sich bei mir bewährt und dann bleibe ich auch dabei. Das kommt jetzt in den Kühlschrank und wartet morgen auf den Einsatz. Und ich mache nämlich morgen, weil da ist Freitag, mache ich dazu eine Knoblauch-Sahnesoße. Natürlich nicht für alle Tage, weil das kann man ja keinem anderen zumuten. Ne? Aber morgen geht das. Ja, und ich bin wirklich gespannt hier. Also was ich an diesem Shop halt auch also wirklich sehr bemerkenswert fand, ich habe die ja angeschrieben und wirklich in meinem Schulenglisch. Also ich bin jetzt fast 50 Jahre alt, also über 30 Jahre aus der Schule. Genau gesagt 32 Jahre. Ja, bitter. Also mein Englisch ist nicht das Beste. Aber mit meinen Worten hat sie mich sehr gut verstanden. Ich habe den Screenshot von dieser Matrize ihr geschickt. Und ja, dann ging das alles. Dann hat sie mir ein Bild geschickt, wo das Einschreiben, also dass sie es abgeschickt hat. Es hat 2 Wochen gedauert, ja. Aber ich musste damit gar keine Sorgen machen, denn sie wollte gar kein Geld. Also noch nicht. Und als es dann bei mir eingegangen ist, da habe ich sofort auf den PayPal-Link bezahlt. Und ja, also erstmal 20 Euro, das war es mir jetzt auch wert. Also natürlich hätte es mich geärgert, wenn das nicht angekommen wäre, aber das war es mir wert. Es gab da aber auch andere, die schon berichtet hatten, dass sie da sehr zufrieden sind. Und deswegen habe ich es gewagt. Und wenn das jetzt morgen klappt, dann bin ich total zufrieden. Und dann werde ich auch noch mehr bei der bestellen. Wie gesagt, ich kann leider ihren Namen nicht sagen, also nicht aussprechen. Halt sehr asiatisch. Aber ich werde euch den Shop unten verlinken. Aber das sehen wir dann morgen, ob ich es wirklich hundertprozentig empfehlen kann. Wobei es natürlich auch immer ein Anwenderfehler sein kann. Aber da ich ja schon oft mit meinem Pastamaker was gemacht habe, dürfte das eigentlich nicht sein. Aber wie gesagt, diese italienischen Matrizen, da sind ja auch viele von begeistert. Ich nicht so. Jo, also die wartet morgen auf ihren Einsatz. Und der kommt jetzt in den Kühlschrank. So, bei mir ist es jetzt wirklich einen Tag später schon. Man mag es kaum meinen, wie die Zeit verfliegt. Ja, wie gesagt, man muss das nicht. Es hätte auch gereicht, wenn er eine Stunde geruht hätte, der Teig. Aber ich glaube von der Konsistenz, ja, man kann es ja immer nicht glauben, aber das ist so richtig. Also ich habe ja schon mehrere Videos gemacht zur Nudelherstellung, also Nudelplatten oder ja auch einmal Reisnudeln, die leider missglückten. Und das passt immer mit dieser Konsistenz. Jo, jetzt schalten wir an und dann nehme ich dann hier für bis zu 600 Gramm und starte das. Also der knetet jetzt erst noch mal richtig durch. Ich wollte es anfangs nur direkt auswerfen lassen, aber da habe ich gemerkt, dass der Teig einfach dann zu kalt noch war. Und deswegen gehe ich jetzt auf das volle Punkt noch 15 Minuten. Da wirkt er das selbst noch mal alles durch und dann schmeißt er das gleich aus. So, noch ja, 4 Minuten ungefähr fängt er jetzt an und wirft jetzt wieder aus. Die haben aber auch ein interessantes Muster. Aber so kann ich nur sagen, total super, wie es funktioniert. Obwohl es jetzt nicht die Originalmatrize ist, also nicht von Philips direkt. Aber ja, ich finde es total toll, wie die hier rauskommen. Jetzt, wo die wärmer wird, die Matrize, hat es auch nicht mehr dieses
Backenmuster. Da werden die hier an den Seiten jetzt schon richtig glatt. Also hier am Anfang ist es ja wirklich, dass die hier dieses Zackenmuster hatten, was ich jetzt persönlich auch gar nicht schlimm finde. Aber jetzt, das wird immer weniger, weil jetzt der Teig geschmeidiger wird und auch die Matrize jetzt schon wärmer ist. Also ich mache die jetzt, die ersten, die kommen nochmal gleich rein. Aber die lasse ich so, weil mich jetzt diese Zacken auch nicht stören. Absolut nicht. Und das hat man bei den anderen Matrizen halt auch, dass die ersten... Ja, aber hier sieht man, das ist doch eine perfekte Bandnudel eigentlich, ne? Und die ersten, die habe ich jetzt einfach wieder reingeschmissen. Das ist jetzt kein Verlust. Die werden ja jetzt einfach nochmal ausgeworfen. Ja, also und jetzt muss ich sagen, jetzt sind es doch wohl... Ja, also ich liebe ja Bandnudeln. Ja, gerade halt auch, wenn man eine Soße macht, die jetzt nicht unbedingt eine Tomatensoße ist. Zu so einer Pilzsoße finde ich auch gerade Bandnudeln total toll. Also da kann ich schon jetzt sagen, dass ich da total glücklich bin, dass ich bei diesem Asia-Shop das gekauft habe. Weil... Ja, diese Bandnudeln werden einfach von Philips, also diese Matrize für die Bandnudeln, wird von Philips nicht angeboten bisher. Und vom Preis finde ich die jetzt auch sehr angenehm, muss ich schon sagen. Ich möchte da die andere Firma auch nicht schlecht machen. Diese italienische Firma, bei der ich auch schon gekauft habe. Aber da war auch alles okay. Aber das war auch schon mit dem Bezahlen, hatte ich totale Probleme, weil irgendwie mit dem PayPal, die bieten PayPal an. Aber meine Bank, die wollte da überhaupt nicht hin überweisen zuerst. Und ja, also für mich, das war jetzt, also da kann jetzt vielleicht das Unternehmen nichts für, aber für mich war das ein bisschen kompliziert. Hier ging das einfach so super und vor allen Dingen, die gute Dame wollte ihr Geld wirklich erst haben, als sie geliefert wurde. Und das hat für mich einfach die Sache so komplikationslos und auch, ja, ich habe mich da irgendwie sicherer gefühlt und habe nicht die ganze Zeit gedacht, naja, ob die mal ankommen oder so. Nö, das lief alles super. Also ich kann diesen Shop empfehlen, sag aber nochmal, ich habe hier alles selbst gekauft, selbst bezahlt und ja. Aber für alle die, die sich da vielleicht auch für interessieren und sich ärgern, dass Philips nicht genug Matrizen herstellt, ja, und die andere Firma ziemlich teuer ist. Und man da auch immer noch einen Adapter braucht, den man hier nicht braucht. Ja, also, ich finde, sie sehen wunderschön aus. Und wie man jetzt auch gerade gesehen hatte, am Anfang, die, ja gut, die haben halt so Zacken, aber... Jetzt merkt man auch, dass wenn ich die anfasse, die sind jetzt ein bisschen warm geworden, dann wird das hier alles geschmeidiger. Man könnte die jetzt natürlich auch direkt ins Wasser schmeißen, aber ja, bei mir gibt es sie erst heute Mittag und deswegen ja, stelle ich die jetzt hier auf meinen Nudelständer und ja, ich finde das schon sehr ansprechend. Er hat noch 5 Minuten, aber auch wenn das jetzt in der Zeit nicht gereicht hätte, dann stellt man einfach nochmal Zeit nach. Ja, ich mache jetzt hier fertig und zeige euch dann gleich das Ergebnis. Also bei mir ist es jetzt 20 Minuten später und ja, das ist die Ausbeute. Und ich kann wirklich nur sagen, ich bin total zufrieden und glücklich mit dieser Matrize. Also, egal ob der Einbau oder so, es war alles genau wie bei der Originalmatrize. Auch jetzt ist es genauso. Also ich finde, dass es hier, dadurch, dass jetzt natürlich die Öffnung hier ein bisschen größer ist und man konnte mit Messer reingehen, konnte man die auch super sauber machen schon. Was jetzt noch da dran ist, das muss einfach trocknen, das schlägt man dann aus. Da sollte man gar nicht mit Wasser dran gehen, weil da schmiert nur, da ärgert man sich blöd. Also deswegen, ja, die Matrize, ich kann sie vollkommen empfehlen. Ich finde, dass die Nudeln super geworden sind. Natürlich am Anfang, wo haben wir die denn? Also die allerersten, die habe ich wieder zurückgetan. Die waren sehr zackig, also so wie
wie diese, also noch zackiger eigentlich. Aber die habe ich einfach wieder zurückgetan. Das ist aber bei jeder Matrize so. Die muss auch erstmal ein bisschen sich ja, warm arbeiten. Und dann hier, jetzt ist die ganz gestochen scharf. Also, ja, wobei es mich jetzt auch nicht stören würde, wenn der so ein bisschen zackig wäre. Aber die sind doch wohl, die sind doch total glatt hier. Ne? Ja, es ist natürlich jetzt auch nicht jede gleich, was ja auch okay ist. Es ist so Handarbeit. Ja, ich werde die jetzt einfach noch ein bisschen hier stehen lassen, einfach weil es noch zu früh ist. Und dann mache ich mir nämlich gleich eine schöne Knoblauch-Sahnesoße. Nehme ich euch auch noch mit dabei. Dann wisst ihr schon mal, also könnt ihr euch vorstellen, wie ich morgen rieche. Nun ist es ein paar Stunden später. Die Nudeln sind immer noch auf ihrem Ständer. Und ich mache jetzt die Knoblauch-Sahnesoße dazu. Und da nehme ich eine Zwiebel und 5 Knoblauchzehen. Also im Rezept steht 3 bis 5. Da ich ja sehr gerne Knoblauch mag, Wochenende jetzt ist, gönne ich mir 5. Und das zerkleinere ich jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 6. Wobei ich aber auch sagen kann, dass schon irgendwie nach 3 Sekunden das ins Leere lief, weil es schon so gut auch zerkleinert war, wie man sieht. Also dann wird ja immer gleich alles hochgeschleudert. Ja, nochmal runter und nochmal ein paar Sekunden auf 6. Und das will ich auch noch dazu sagen, das Rezept ist aus der Rezeptwelt wieder. Kann natürlich aber auf alle Fälle auch ohne den Thermomix hergestellt werden. Einfach, ja, da muss man halt vorher die Zwiebeln und den Knoblauch gut zerkleinern und dann würde das jetzt einfach im Topf angebraten. Ich nehme hier, ich hatte diese Teufli, die sehr lecker waren und ja, das ist hier in Öl eingelegt und dann finde ich immer zu schade, das wegzutun und deswegen hebe ich mir das dann immer auf und verwende das dann noch im Rezept, weil man natürlich jedes andere Öl, also Olivenöl oder so jetzt auch nehmen könnte, aber wäre ja halt zu schade. Ja, und das wird jetzt 2 Minuten auf Varoma und Stufe 2 werden die Zwiebeln und der Knoblauch jetzt erstmal angedünstet. Ja, das ist alles schön angedünstet. Und jetzt kommen sofort alle anderen Zutaten schon dabei. Also diese Soße ist wirklich sehr einfach zu machen. Ich verlinke euch natürlich das Rezept unten wieder. Aber ja, also es sind 2 Becher Sahne, wobei ich jetzt Packungen habe, aber das wird, glaube ich, das Rezept jetzt nicht zerstören. 1/2 Becher Schmand. Schwupps. Dann 2 Teelöffel Salz. 2 Teelöffel Brühpulver. Pfeffer. Ja, da steht ein 3/4 Teelöffel. Naja, ich mache einfach ein paar Umdrehungen. Und dann steht im Rezept 2 Scheiben von diesen Scheibletten, glaube ich. Also steht nicht da Scheibletten, sondern Chester in Scheiben irgendwie so. Hätte ich zwar noch da gehabt, allerdings habe ich hier auch noch eine Packung mit geriebenen Chester und da packe ich einfach davon rein. Ja, jetzt bei mir natürlich Pi mal Auge, weil ich ja, nicht weiß, wie viel jetzt 2 Scheiben gewesen wären, aber ja, ich denke, das Rezept wird mir auch das verzeihen. Das war jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen mehr als weniger. Und das wird jetzt 10 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 3. So, da kann das alles auch schon schmilzen. Und ich hole mir jetzt meine Nudeln und setze jetzt erstmal das Wasser auf für die Nudeln, dass wir die auch dann schon gekocht haben. Weil hier brauchen wir natürlich gar nichts mehr. Das Wasser ist jetzt auch schon gleich fertig, das kocht hier schon. Dann kann ich hier mal vorsichtig meine Nudeln schon von dem Ständer runterholen.
Hops. Also das ist immer erstaunlich, wie schnell die auch schon hier so. Also die könnte man, wenn man die trocknet, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber da muss man die schon ein paar Tage wirklich an der Luft auch trocknen lassen, weil wenn man die sonst verpackt, dann schimmeln die ganz schnell. Also das habe ich leider auch schon mal so erfahren müssen. Schmerzhaft. Und das sieht jetzt zwar sehr viel aus, aber das ist auch nur 500 Gramm. Also es war ja von 500 Gramm Mehl. Das ist dann also auch, oder besser Hartweizengrieß auch. Also das ist jetzt nicht mehr als eine Packung. Das sieht jetzt einfach nur so viel aus. Und das Nudelwasser, das habe ich jetzt natürlich schon mal gesalzen. Das wird auch gleich kochen. Bei der Soße, da habe ich jetzt einfach die Zeit noch ein bisschen weiter gedreht, damit die jetzt nicht auskühlt. Ich meine, so schnell geht das auch nicht, aber bis halt hier die Nudeln fertig sind. Ach ja, und im Originalrezept steht nämlich, dass man das sofort vermischen soll. Da ich das aber sicherlich 2 Tage essen werde, ich mag das nämlich, wenn man Nudeln dann wieder aufwärmt und die Soße ist schon dran, weil dann saugen die Flüssigkeit ganz weg und dann, ja, dann ist es immer so die zweite Portion, also am nächsten Tag immer total dröge. Deswegen, bei mir wird immer die Soße und die Nudeln getrennt aufbewahrt und ups, hier kocht es jetzt schon über. Habe ich aber gerade noch gesehen, so im Augenblick. Ich glaube, ich mache es jetzt doch aus. So schnell wird die Soße jetzt auch nicht kalt. Wenn ich das jetzt so zusammen sofort auf den Tisch stellen würde, dann würde ich das sofort vermischen. Aber ja, weil ich das mehrere Tage von esse, also 2 schon auf alle Fälle, ja, bewahre ich das halt getrennt auf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich gerade unterbrochen wurde durch die überkochende Soße. So, es kocht. Dann kann ich hier erstmal schon mal runterstellen. Und da packe ich gleich alle rein. Also auch die, die noch versuchen zu flüchten. Ja, ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Und ich nehme natürlich auch die Zeit, wie lange sie brauchen. Also bei mir sind sie jetzt 5 Minuten ungefähr drin. Na, gucken wir mal. Das ist schon schwierig. Ich möchte mich natürlich jetzt auch nicht so gern verbrennen. Die sind fertig. So. Und also nach 5 Minuten sind die wirklich fertig. Das reicht. Und ich finde, die Bandnudeln, die sehen echt so toll aus. Da bin ich so froh, dass ich mich für diese Matrize entschieden habe, weil ja, natürlich eigentlich Nudeln alle gleich schmecken sollten, aber ich mag schon gern Bandnudeln. Und vor allen Dingen mag ich die sehr gerne, gerade auch wenn die Soße, also jetzt natürlich im Gegensatz zu dem, was ich heute gemacht habe, aber wenn die Soße, ja, zum Beispiel so eine Pilzsoße ist, wo halt wirklich viel auch an Pilz noch drin ist. Ja. Und ja, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, wäre ich neidisch. Ja. Pünktlich zum Essen hat sich auch schon wieder eine Fliege irgendwie angekündigt. Ja. Es riecht aber gar nicht so doll nach Knoblauch. Ich hatte jetzt schlimmer gedacht, dass jetzt der Knoblauchgeruch hier durchkommen würde. Aber wahrscheinlich, weil ich mich die ganze Zeit in diesem Geruch jetzt aufhalte, würde ich jetzt reinkommen, würde ich wahrscheinlich sagen, oh, 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 oh. Hier riecht's aber. Naja, aber so bin ich sicher, vor Vampiren, heute Nacht kommt keiner. Mmh. Oh, das ist super lecker. Natürlich. Mit gekauften Bandnudeln würde das jetzt auch super schmecken. Also ich will nicht sagen, dass die selbstgemachten Nudeln, dass das jetzt so viel besser ist als die gekauften. Also wirklich nicht. Aber bei mir ist es einfach, ich weiß, was drin ist. Das finde ich immer gut. Ich mache das gerne. Das ist einfach ein Spaß für mich auch. Und ja, diese Knoblauchsoße, die ist jetzt so einfach gewesen.
Und so lecker. Also die kann ich auch voll empfehlen. Die wird auch auf alle Fälle öfter noch hier bei mir hergestellt. Ja, wie gesagt, so einfach. Und ja, in Thermomix bei mir gemacht. Muss natürlich nicht sein, hätte man genauso im Topf ganz normal machen können. Ja, und die Nudeln, ja gut. Dieser Teig geht wirklich nur für diesen Pasta-Maker. Ansonsten, da würde man sich schinden, ja, um da richtige Nudeln rauszukriegen. Ja, der Pasta-Maker macht es halt leicht. Und ja, es sollte für mich jetzt natürlich hier und auch für euch der Test sein, ob diese Matrize aus Asien was taugen. Und nach dem ersten Gebrauch kann ich sagen, super. Ja, ich falle jetzt wie diese Fliege, die hier auch schon versucht, falle ich jetzt hier über diese Nudeln her und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!